hat es geschafft. Huch, anonym. Gott, hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Schau auf die Weltkarte nach der Position. Oh mein Gott. Okay. Aha. Ich bin verwirrt. Okay. Ja. Er hat es geschafft. Hat dabei sein Leben gelassen. Genauso wie Aida. Der etwas ältere Herrschaft. Aber nun können wir zum Baum des Lebens. Nomadenstiefel, warum auch nicht? Wie, ich hab hier... Hä? Ich bin verwirrt. Wie, Geschenke. Wo sehe ich das? Anonym hat, geht zum Baum des Lebens. Ja, das hatte ich sowieso vor. Ach nein, Schlangenfoliant. Ja, da können wir dann später hin. Das erste Mal reiten wir zum Baum des Lebens. Die Verderbnis wurde besiegt. Zumindest hier. Trotzdem schaut noch nicht alles hier so ganz fit aus. Das grüne Loch. Na, so grün. Ja, okay, vielleicht doch. Lebens. Wie war das? Unsere Reise wird hier erst beginnen. Denn der Baum des Lebens ist eigentlich ein Portal, wie es vorher hieß. Okay. Das scheinen solche Portale zu sein. Das hier. Das hier. Also gekommen, trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen. Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten? Den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein. Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr. Und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Absalom, einer der Nephilim, die wir ausgelöscht haben. Beziehungsweise Tod hat sie ausgelöscht. Was definiert die Seele? Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Amaran und Absalom. Tod! Warum erschlägst du deinesgleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen.
Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder. Dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Baum des Todes. Ah, der fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir, Reiter, was suchst du? Ich möchte meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, ja, ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf erfolgt war. Und die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch er ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seelen. Der Quell der Seelen? Vor allem aber erstmal, was bist du eigentlich? Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Ostergut, der Händler, so, so. Tja, was fragen wir denn jetzt? Dieser Baum, Quell des Seelen? Fragen wir erstmal dieser Baum. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus? Viel wurde den Nephilim vorenthalten. Und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim leben in dir weiter. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Ja, das sagen die einfachen Händler immer. Wie komme ich zurück? Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter.
Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen, aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Vier Portale, vier Welten vermutlich. Na, was hat das mit dem Quell der Seelen auf sich? Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen? Und mehr! Der Quell kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt, oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. So, so, die Wiedergeburt. Was hast du eigentlich so zum Handeln? Sieh dich nach Belieben um! Gott, brutal ist er. Das finde ich immer noch etwas nervig. Kann ich das mit dem Ding inzwischen steuern? Nö. Ich muss wieder hier alles anklicken. Was gibt's denn hier so überhaupt? Brutale Sense des Frosts. Die würde ich sogar gerade so. Das hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. 90 plus. Das ist wirklich nicht schlecht, dann kommen die nehmen wir mal. Wir haben ein bisschen Kohle. So, verkaufen. Können wir mal die Sense des Schocks loswerden. Handschuhe der Grausamkeit, genau, die muss loswerden. Die Wahl von Parkin, das behalte ich jetzt erstmal noch. So, das ist ja alles grün, das behalte ich jetzt vielleicht auch mal. Nomadenschutz, ach komm, damit. Gibt bestimmt bald was Besseres. Gibt sich hier noch so ein Button, fast Mörderharnisch, grün-grün. Auch noch okay, vielleicht halte ich das erste Mal. Na, so, Gelehrtenstiefel. So, so, so. Talisman, den finsteren behalte ich jetzt mal. So. Einmal angenommen, dass ich dir glaube, wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen oder deine Seele nehmen. Bevor du gehst, Reiter, bedenke dies. Mein Volk ist vielleicht verloren, aber seine Relikte sind noch da. Du wirst sie auf deinen Reisen vielleicht finden. Für die meisten sind sie wertlos, nicht für mich. Bring sie mir und ich gebe dir bare Münze dafür. Das hört sich doch gut an. Finde den ewigen Thron. Finde Relikte von Itu Goth, von Renagoth und Kargoth. Hört sich auch nicht schlecht an. So, jetzt erstmal hier ausrüsten. Brutale Sense des Frosts. Ehrlich gesagt. Der ist aber grün angezeigt. Das ist wieder so eine Abwehrdingens. Aber ich mache das schnell. So. Die schauen nett aus. Die Klingen. Okay, jetzt wollte ich noch den Brustharnisch schauen. Schaffer Schulterstück. Verteidigung, Kraft, Widerstand geht aber deutlich runter. Vielleicht doch noch nicht wechseln. Was habe ich denn hier? Stein der Mystika, Erschafferschlüssel und Seite des Buchs der Toten. Ein Fehler noch. Habe ich die wohl irgendwo übersehen? Jetzt wollen wir kurz auch noch über die Karte schauen. Baum des Todes. Tja, wie hieß, wir sind ja nicht mehr in den Schmiedelanden, sondern im Reich der Toten. Da steht's ja, Reich der Toten. Ich wusste gerade nicht mehr, ob es wirklich so heißt. Tja, und wir müssen gerade anscheinend hierher. Klamm des Leviathans. Der ewige Thron, da müssen wir im Endeffekt hin. Die Schlangenspitze, da ist sie ja. Dahin führt uns unser Weg. Aber erst beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.